Ja, ich bin in Zara aufgewachsen und bin jetzt aber schon mittlerweile länger in Zürich, in der Region Zürich, als im Aargau. Aber ich bin aufgewachsen und hier in Wettigen natürlich als junger Hockeyspieler sehr viele Kantonalderbys gehabt, die man nie verlieren wollte. Darum war es auch gut, dass wir auch heute gewonnen. Du selber hast heute dich als Coach in Szene setzen. Was gefällt dir lieber, der CEO-Job oder der Coach-Job? Nein, es war wieder einmal eine gute Abwechslung. Ich konnte Rika Grönborg ein paar Tipps geben. Nein, Spass beiseite. Nein, es war lässig. Es ist zwar sehr kalt heute, natürlich an diesem regnerischen Sonntag. Wir sind zwar im Schermen, klar, wenn es das Dach hat. Aber es ist wirklich ein cooler Anlass und es ist eigentlich eine Infrastruktur, die mustergültig ist. Dass eben viel mehr so Infrastrukturen sollten da sein, damit die Jungen und auch die Älteren können Hockey spielen, dass die jungen Nachwuchsspieler Möglichkeiten haben zum Trainieren und zum Match spielen. Das ist eigentlich eine perfekte Sache und natürlich eine riesige Verbesserung gegenüber von früher. Ja, ich glaube, wir haben im Kanton Aargau sehr, sehr viele Fans. Einerseits, also ZSL1-Fans. Auf der anderen Seite, von hier aus würde ich sagen, etwa 10 Minuten bis zur unserer neuen Arena. Und das ist natürlich ein Gebiet, Baden-Wettigen bis auf Aarau oben, wo wir in Zukunft dann werden viel mehr erschliessen können. Wir werden dann präsent sein und natürlich sehr viele Fans aus dem Aargau können mehr in die neue Halle, die Swiss Life Arena in Zürich-Altstädte locken. Oh, it was a great game. It was a great crowd too, actually, following the game. But it was fun to see those old guys and guys that maybe haven't skated that much. So it was fun mix of players. No, I'm never loud with players, you know, especially a case like this. It's just supposed to be out to have fun and I think the guys did. Ja, es ist wie früher. Beim Matchen oder Mittagstraining haben wir einmal ab und zu zusammen gespielt. Aber es ist natürlich geil, mit diesen Legenden können zusammenspielen, oder? Ich bin halt eine Generation 2 vorher, aber es ist immer noch geil. Hockey ist geil. Jetzt kann man sagen, es ist eine wunderschöne Eishalle, aber einfach mega kalt. Das ist, erinnert ja schon fast an Ambri-Verhältnisse. Ambri ist ein gutes Beispiel. Also, nein, die Balast war also schon noch ein bisschen kühler gewesen, aber es ist gut. Die Temperaturen gestimmt heute, die Zuschauer sind dabei gewesen. Cooles Event. Ja, ist cool. Es ist ein bisschen kalt, aber eben, ich glaube, allen Spass. Es hat viele Leute, mega viele Leute. Vorne auch noch zwei, drei alte Mitspieler gesehen. Nein, ist lässig. Leider haben wir gestern nicht gewonnen, aber es ist gleich schön, heute da sein wie die Fans. Und ja, schönes Eisfeld, das wir hier haben. Ich bin noch nie da gewesen.